Den Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegger treffen wir in der Sternwarte Urania. Ein idealer Ort, um über den Film Afronauts zu sprechen. Herzlich willkommen in der Sternwarte in Wiesbaden. Der Film Afronauts von Francis Bodomo aus dem Jahr 2014 ist ein Kurzfilm, der inspiriert ist von einem historischen Ereignis, das im Jahr 1964 in Sambia stattfand. Und zwar parallel zu dem Wettrennen ins Weltall zwischen Russland und den USA gab es eine quasi eigenständige Identitätsbewegung in Sambia, die einen Lehrer dazu brachten, mit dem Namen Kloso, ein eigenes Weltallprogramm zu entwerfen, wo er eben mit solchen amateurhaften Mitteln versuchte, Leute auszubilden, um tatsächlich eine sambische Raumfahrtmission, eine bemannte Mission zum Mond zu schicken. Francis Bodomo ist eine Vertreterin einer neuen Generation afrikanischer Filmemacherinnen und Filmemacher, die international agieren, die also nicht mehr in ihren eigenen Kontexten bleiben und dort mit relativ einfachen Mitteln, Videoproduktionen und so weiter für die eigene Gesellschaft drehen, sondern Leute, die wirklich aus Afrika international sich verorten und dort aber wesentliche Aussagen über die Verhältnisse und auch die Sichtweise von außen auf die afrikanische Kultur treffen. Ihr Film Afronauts kann in diesem Sinne auch verstanden werden, dass er ein bisschen diesen westlichen, eurozentrischen, amerikanozentrischen Blick auf den Kontinent Afrika korrigiert, indem er quasi da Irritationen schafft, Parallelisierungen schafft. Und sie als Filmemacherin hat die Möglichkeit, eben eine Art Innenperspektive universal zugänglich zu machen mit ihren filmischen Ausdrucksmitteln. In dem Film Afronauts ist es so, dass sie das Model und die Schauspielerin Diandra Forrest besetzt, die quasi Albinismus hat und dadurch in Afrika in eine spezifische Bevölkerungsgruppe fällt. Denn Albinos werden in der afrikanischen Kultur in einigen Ländern sehr stark verfolgt und zum Teil sogar als Medizin getötet und verarbeitet und verkauft. Also sie sind wirklich eine Ware fast schon. Die Figur der Martha wird in dem Film zusätzlich überhöht, indem mit ihrem Namen ja so eine Art Mantra verbunden wird, das man also immer wieder im Hintergrund hört, dass die Gruppe sich einschwört darauf, dass sie diese herausgehobene, fast Lichtgestalt ist, die dann auserwählt ist, eben zum Mond zu fliegen. Und in mythischen Kontexten ist es so, dass es eine gewisse Tragik gibt mit mythischen Helden oder Heldinnen, die in gewisser Weise ja doch auch dem Tod geweiht sind, die also erst durch ihr Selbstopfer über das Leben hinaus diese Ewigkeit erreichen, in der sie dann auch die symbolische Aufladung erfahren. I see them welcoming you. I see them welcoming you, Martha. I see them feasting with you. And when they ask you, Martha, tell them you're Martha, mother of the exiles. Tell them we are all coming. Hier ist das positiv konnotiert, denn die Gemeinschaft verehrt sie ja bereits, bevor sie überhaupt auf diese Reise geht. Sie ist die Auserwählte, indem sie sich aktiv für das Opfer entscheidet. Es gibt eine postkoloniale Tendenz, die nennt man den Cargo-Kult. Da ist es so, dass afrikanische Kulturen unter anderem quasi solche zunächst vorhandenen und später abgezogenen technischen oder anderen Güter nachgeahmt haben, um sie quasi symbolisch und dann auch tatsächlich zurückzuholen. Und es ist sehr interessant, dass der Film so eine Art archaische Mimikry, eine Nachahmung von Technik zeigt, indem die Leute also quasi zum Teil Schüsseln als Helme aufziehen und so weiter. Das ist so, als würde man diese Technik beschwören wollen, indem man sie nachahmt äußerlich, ohne sie tatsächlich zu erfüllen. Ah,
Der Mond wird in dem Film Afronauts als eine Art Sehnsuchtsort, als eine Utopie etabliert. Wir sehen eigentlich nur Vorstellungsbilder des Mondes aus der Fantasie der Astronautin Martha. Und gleichzeitig sehen wir die realen Aufzeichnungen der amerikanischen Astronauten, die tatsächlich auf dem Mond gelandet sind. Für die Mythologie des Films selbst ist der Mond, der ja in den meisten Sprachen außer der deutschen weiblich besetzt ist, ist so eine Art Muttergottheit, also auch ein mythischer Ort. Dieser mythische Subtext, diese Urerzählung, die ist sehr typisch für die Filme von Francis Bodomo. Also sie koppelt im Grunde Mythos und Moderne und spielt in ihrer Inszenierung die Dialektik, das gegenseitige Bedingungsverhältnis von Mythos und Moderne aus. Das Ende des Films zeigt sie quasi noch einmal auf einer mondoberflächenartigen Landschaft, sodass sie eigentlich angekommen zu sein scheint. Aber das, wo sie angekommen ist, das legt der Film nahe, ist die mythische Welt, der mythische.